endlich darf ich wieder das Sakko anziehen, was von Corinna gebracht wird. Ich habe es so vermisst. Also dich natürlich mehr als dieses Sakko hier, aber das passt immer noch. Das ist tatsächlich. Mach mal zu. Wie, mach mal zu? Du sagst, es passt, da musst du auch zumachen. Ja, das geht. Ja. Ah, passt. Ja, nee, geht ein unteren, und. Nein, ja, nein, so. Guck mal. Den habe ich jetzt 20 Jahren ungefähr. Der ist nur so, wird einem ganz warm. Vielleicht, aber zu dir, ach, jetzt. Mach doch wieder auf. Also, blamieren kassieren ist natürlich ganz einfach. Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr meint, die Frage beantworten zu können, haut ihr auf den Buzzer. 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Die erste Antwort, wie immer, zählt. Ist es richtig, bekommt man einen Punkt. Ist es falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer nach 13 Fragen mehr Punkte hat, 13, gewinnt dieses Spiel. So, damit alles klar. Natürlich gibt es kein Beispiel, weil das ist ja nun wirklich einfach erklärt. Wir fangen sofort an mit Frage Nummer 1. Korruptionsskandal in Brüssel. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, soll Bestechungsgelder aus Katar angenommen haben. Was für eine Landsfrau ist Kaili? Joachim? Griechen. Griechen, das ist richtig. Frage 2. Morgen... Ist noch so. Morgen findet in Katar das Finale der Fußball-WM statt. Frankreich ist wie schon vor 4 Jahren wieder dabei. Gegen wen spielten die Franzosen? Joachim? Argentinien. Das spielen sie ja jetzt. Die Frage wäre gewesen, gegen wen spielten die Franzosen im letzten WM-Finale? Okay. Und das war Kroatien. Somit Punkt für Bobo. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre auch wirklich zu einfach gewesen. Vor allem sagte ich, spielten und das Zug ja, ja. Erst. Egal, 1:1. Dritte Frage. Oliver Bierhoff hat seinen Hut genommen und den Dienst als Manager der deutschen Nationalmannschaft quittiert. In welchem Jahr erzielte er als Spieler für Deutschland in einem Finale das sogenannte Golden Goal? Wo? 92. Mm-mm. 96. Es wäre 96. Ah. Also es war 96. 4 Jahre später. Punkt für Joachim. Frage 4. Ich habe zum Glück schon alle Geschenke für Weihnachten zusammen. Auch für die lieben Kollegen hier. Jetzt bitte genau aufpassen und zuhören. Einen gelben Ball schenke ich Florian. Eine lila Mütze bekommt Felix. Andrea eine rote Vase. Christian bekommt einen grünen Schirm. Und Kathi eine pinke Tasse. Nun die Frage. Für wen ist der grüne Schirm? Okay, traut sich wahrscheinlich keiner. 5, 4, 3, 2, 1. Christian bekommt den grünen Schirm. Es bleibt bei 2:1 für Joachim Lambi. 5. Frage. In dieser Woche ist Avatar The Way of Water in den Kinos angelaufen. Es ist die Fortsetzung des ersten Avatar-Teils aus dem Jahr 2009. Wie heißt der Regisseur beider Teile? Bobo? James Cameron. James Cameron, richtig. 2:2. Frage 6. Vor 30 Jahren entstand in Hamburg zunächst als Bühnenshow und später auch im Fernsehen ein Comedy-Format, in dem verschiedene Stand-up-Comedians Kurzauftritte hatten. Gründer der Show war Thomas Hermanns, der auch durch die Show führte. Wie heißt diese Sendung, Bobo? Quatsch Comedy Club. Quatsch Comedy Club, richtig.
Am kommenden Donnerstag übrigens um 20.15 Uhr feiern wir dieses Jubiläum mit einer großen Show Quatsch Comedy Club. Thomas Hermanns wird moderieren und Micha Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Olaf Schubert und alle lustigen Menschen, die Sie kennen, sind dabei. Also Punkt für Bobo, 3-2. Frage Nummer 7. Vergangene Woche wurde wieder in der Branche der heiß begehrte Game Award verliehen. Der was? Game Award. Ah, okay. Ich bin ein großer Videospiele-Fan. Ich habe auch schon das erste 1972 von Atari veröffentlichte Videospiel gespielt, bei dem sich ein Punkt auf dem Spielfeld hin und her bewegt, solange er mit den beiden Balken am Spielfeldrand bzw. am Bildschirmrand im Spiel gehalten wird. Wie heißt dieses Spiel? Oh. Das erste Videospiel im Prinzip der Welt. Mann, das haben wir alle gespielt. Ja, das haben wir alle gespielt. Auf dem Commodore. Ist nicht von Atari, aber ist egal. Aber auf dem Atari konnte man das natürlich auf dem Commodore ausspielen. Da hieß es aber nicht, wie jetzt. Das weiß keiner. 5-4-3-2-1. Ganz einfach. Pong. Oh, Pong. Wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht gewusst. Nicht Ping-Pong, sondern nur Pong. Egal, 3-2 bleibt es für Bobo. Wir sind bei Frage Nummer 8. Erstmals ist Forschern eine Kernfusion gelungen, bei der mehr Energie erzeugt wurde als verbraucht. Die Kernfusion gilt in der Wissenschaft als entscheidende Alternative, um die Energieprobleme der Zukunft zu lösen. Welcher Himmelskörper funktioniert ebenfalls nach dem Prinzip der Kernfusion und erzeugt so Unmengen von Energie? Joachim? Die Sonne. Die Sonne, richtig. Oder allgemeinen Stern, hätte es auch gehen, weil jeder Stern ist ja ein. Sehr gut. 3-3. Frage 9. Apropos Sonne. Es gibt gute Nachrichten von der Energiewende. Denn die Solarenergie auf Freiflächen hat sich in diesem Jahr vervierfacht. Zumindest in Rheinland-Pfalz. Wie heißt der Fachbegriff für die direkte Umwandlung? Photovoltaik. Photovoltaik, richtig. Vier zu drei. Nächste Frage. Der Partyhit Laila war in diesem Jahr. Ist ein kleiner Insider, liebe Zuschauer zu Hause. Konzentriert euch wieder, hier die Frage. Der Partyhit Laila war in diesem Jahr in aller Munde. Dabei gibt es auch ein wunderschönes anderes Lied mit dem gleichen Titel, nur eben auf Englisch, also Layla. Von welchem mittlerweile 77-jährigen britischen Gitarristen, Sänger und Songwriter stammt das Lied Layla? Bobo? Eric Clapton. Eric Clapton, richtig. Britney Griner oder Griner ist wieder zurück in den USA. Der US-Basketballstar saß im Ausland im Gefängnis und ist nach einem Gefangenaustausch wieder auf freiem Fuß. In welchem Land saß Griner im Knast? Bobo? Russland. Russland, das ist richtig. Fünf zu vier. Frage 12. Vor fast genau 45 Jahren lief die legendäre Muppet Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Genauer gesagt im ZDF. Die Kindersendung begeisterte auch Erwachsene, da dort berühmte Persönlichkeiten wie Elton John, Alice Cooper oder Sylvester Stallone mit den Puppen sangen und tanzten. Durch die Show führte Kermit der Frosch, der unsterblich in ein Schwein verliebt war. Bobo? Miss Piggy. Miss Piggy. Und das ist richtig. Und das heißt, in der letzten Frage bringt nichts mehr. Kann Joachim nicht mehr rankommen. Das heißt, DJ Bobo gewinnt blamieren oder kassieren. Ja. So schnell geht das auf einmal. Das heißt, neuer Punktestand jetzt. Ach ja, ich muss mich wieder. Ja. Oh, ja. Dankeschön. Ist das das Jackett von eben, ne? Also, ja, das.
Ist alles in Ordnung. Ja, dann ist mein Arm vielleicht. Ja, ja, Dankeschön. Ist nicht weiter geworden. Es geht nicht um die Weite, es geht, ist egal. 28 zu 27 jetzt für DJ Bobo.